Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Eifel in... Ja, wir sind durch mit Säen, ne? Waren sehr creamy? Ne, das geht eigentlich. Man muss sich halt wieder dran gewöhnen, dass man mit Direktsaat sät, ne? Muss halt ein bisschen überlegen, wie säst du am besten. Aber die Wiese ist sehr auffällig. Das muss gewalzt werden. Wir müssen flüssig düngen. Ja, und dann sind eigentlich nur noch Pflanzenschutzmissionen im Moment in Angebot. Weiß ich auch noch nicht. Das wird wohl erstmal nicht mehr so das dicke Business sein, ne? Müssen wir uns nichts vormachen. So, kriegen wir den da jetzt wieder rein, so? Es ist heute ein bisschen laggy, ne? Als ob wieder irgendwas im Hintergrund runterlädt, was gar nicht runterladen soll. Ja, weißt du, ist genau wie mit diesen 12 Millionen Windows-Updates und Discord und dies und das ist es ja immer irgendwas, ne? Sagen wir, wie es ist. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Das Moped kommt hier hin. Dann war das nämlich auch fertig. So, wir schon uns 12 Meter Walze. Ach, der 728 müsste da hier wohl ein Pflanzenschutzauto ziehen. Wir wollen nämlich ziemlich zeitnah Walzen? Oder erst... Ne, wie vorne ist Walzen. Dann ist das erledigt. Obwohl das eigentlich auch mal... Ne, CP oder so, weiß ich auch noch nicht. Schwierig. Guck mal, wir sind ja hier schon auf unserer Ecke. Aber Walzen, ne... Oh, weil, wir müssen... Bevor ich jetzt hier was falsch mache, ne, Leute. Erstmal steigen wir aus. Machen mal ein Bild, ne? Sicher ist sicher, weil wäre ja auch mal schicki fahren. So wie ich das jetzt gesehen habe, müssen nämlich nicht alle Früchte gewalzt werden. Druck! So, das haben wir. Ein Bild haben wir schon mal. Können wir wieder einsteigen? Machen wir die Tür wieder zu. Achso, wir sollten vielleicht auch den Hut anmachen, dann geht das hier auch, ne? Mann, Sven. Ja, seht's mir nach. Denn ich habe hier letztens, ihr seht, es ist nur ein Pflanzenschutz drin. Oder anderes können wir gar nicht mehr machen. Hier nachgeguckt. So, ich bin hier lang. Mit Walzen. Muss gewalzt werden. Wir wohnen hier oben. Da, unser Maisland, was wir gesät haben, brauchen wir nicht walzen. Wir müssen nur hier walzen. Also der, wo wir Weidegras gesät haben, da müssen wir walzen. Der Rest braucht nicht gewalzt werden. Das ist schon mal ein Pluspunkt für uns. Wir müssen auch nur noch... Ja. Die Sommergerste und die Rüben düngen, ne? Der Rest ist aber auch schon gedüngt. Ja, da und da. Da müssen wir noch düngen. Ja, und später den Mais und das Gras hier, was wir jetzt gesät haben. Aber wie gesagt, das geht ja auch erst wieder, wenn die Pflanze raus ist. So spiele ich das, steht auch in Position Farming drin, dann läuft das. So, also lange Rede, gar keinen Sinn, wir fahren eben fix mit der Walze hier auf den Acker. Ja, wir fangen hinten an. Walzen das eben fix ab. Jetzt eine Wachstumsstufe dazugekommen, ne? Die war doch letztes Mal nicht so weit. Guck mal, Tatsache, die ist richtig aus dem Boden rausgekommen. 13 von 27. Schnell. Ja, Kollege, ab und zu muss man auch mal nach seinem Acker gucken da hinten, ne? Aber das ist ja der Kollege mit schwarzem Bulli, der hat immer Zeit, du. Danke. So, Abfahrt. Ehrlich, ehrlich. Wenn mal was funktioniert, ne? So, Walzen müssen wir aber auch, glaube ich, gleich in der Außenansicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehe. Ja, wir können natürlich einen Kurs einstellen. Ne? Können wir auch machen. Aber manchmal ja, sollten wir vielleicht doch einen GPS-Kurs anfangen. So, dann. Gehen wir hinten hingefahren. Manchmal haben die Schilder Collies und manchmal nicht, ne? Dann machen wir eben runter. Es müssten 20 Meter sein, ne? Machen wir an den Hobel hier. Automatisch 12,30 Meter.
Wir gehen hier hin. A-Punkt setzen. Okay. Fahren wir. Dann halten wir ihn an. Tun wir einen B-Punkt setzen. Dann schreiben wir hier hin. Gleich das Feld, weil ich das gerade. Wir schreiben jetzt einfach nur Walzen. Okay. Weil du müssen hier raus. Wieso hast du jetzt Bahn 45? Dann hast du das wieder nicht gemacht, ne? Doch, guck mal. Ne, nicht wirklich. Ey, manchmal will GPS mich aber auch verhungern, People. Sagen wir, wie es ist. Ja, machen wir es gleich nochmal. Ist ja kein Problem für uns. Wenn er nicht will, dann hat er schon, ne? Das ist gleich nur zu sehen, dass wir eine schöne Bahn haben. Irgendwie nervt das aber. Damit wir gerade fahren können, ne? Weil sonst ist das nicht so schön. Ja, müssen wir jetzt einmal rundum fahren. Macht das mal wieder aus. Ach Leute, es ist nicht so einfach wie es mir aussieht, ne? Mit dem GPS. Vor allem, wenn man das so selten benutzt wie ich. Muss man sich dann doch ein bisschen durchfummeln, ne? Weil rein theoretisch hat er jetzt hier bestimmt eine GPS-Bahn. Pass mal auf. Warte, ne? Okay, dann walzen wir halt so. Ist ja kein Problem für uns. Mach das mal wieder aus. Ja, irgendwas ist immer, ne? Aber guck mal, wir haben schon so ziemlich unsere Arbeiten für diesen Ingame-Tag erledigt. Wir werden dann ein paar Missionen fahren, ne? Pflanzenschutz, Pflanzenschutz, Pflanzenschutz. So ist der Plan. Ein bisschen Kohle nebenher machen, ne? Vielleicht können wir uns dann irgendwie noch eine Luzernefläche irgendwie ran organisieren, was echt cool wäre. Weil wir sie doch benötigen, ne? Was ich so in der BGA gesehen habe, ne? Schwierig. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Wir kaufen eine Fläche und säen dann halt selbst an. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Tollers machen. Weil auf Dauer ohne Mission haben wir, glaube ich, keine Chance. Sagen wir, wie es ist. Oh, ciao, danke. Hier mit 12 Meter in der Innenansicht, ja, kannst du machen, kannst aber auch lassen. Also ich werde das bestimmt nicht so gut sehen, deswegen fahren wir ausnahmsweise in der Außenansicht. Es ist immer noch ein Spiel, deswegen haben wir den Vorteil, dass wir halt auch in der Außenansicht fahren können. Ne? So muss man das sehen. Ja, guck mal. Schieben wir da irgendwie in der Ecke zurück. Wo in der Außenansicht rückwärts fahren, ist aber auch nicht so schick gefallen. Ne? Aber wie gesagt, wir haben das Kapitel Saat abgeschlossen. Wir haben unser Mais im Boden, wir haben unser Gras gesät. So war der Plan. Richtig gut. Ich finde das richtig gut, dass wir das schon alle fertig haben. Dann brauchen wir uns da auch nicht mehr mit rumärgern, weil wir wissen, das ist erledigt. Wir können jetzt so langsam vor uns hindeuten, weil es wird ja ein bisschen dauern, bis jetzt wirklich wieder was passiert, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Jetzt heißt es durchspielen, bis die Ernte anfängt. So ist zumindest der Plan. Ja, so werden wir das auch machen. Guck mal, schön langsam dahinter gedrückt.
Perfekt, oder? Man meint die. Ja, richtig gut. Ich finde auch gut, dass man nicht alles walzen muss. Ich bin auch ganz ehrlich. Ich halte dann nicht von, wirklich alles zu walzen. Ja, macht die Steine im Boden drücken, dies, das, jenes. Ja, und außerdem finde ich, es ist immer noch bodentypabhängig, ob man walzen muss oder nicht. Wir brauchen zum Beispiel bei uns gar nicht walzen. Boah, wir können Nickelsonne haben. Oder Sandböden. Und dann auf dem Lehrbetrieb im Sauerland am Haarstrang, da war die Walze dein bester Freund. Da hast du noch einen Eggen zwischen gehabt und dies und das. Und hinter der Kreiselegge hattest du so eine Walze, damit du die Kluten kaputt kriegst. Ne? Also es ist immer wieder bogenabhängig in meinen Augen. Ne? Nicht überall muss man es. Von daher schauen wir mal, wie es am besten läuft. Aber so drücken wir noch die Steine im Boden, das ist ganz gut. Obwohl ich die ausgestellt habe. Ne? Ja, ich glaube, die Steine machen auch das, was sie wollen. Ja, lass sie verziehen, durchheizen. Ne, jetzt will ich keinen Kurs mehr einfach. Doch. Ne, das sehe ich ja nicht. Geht auch so. Fahren wir die Bauern gleich anders ab. Dann fährst du halt gegen das Gesäte, ist ja genauso gut. Das ist halt hinterher kleinere Bohren. Aber davon lass ich irgendwie nicht unterkriegen, ne? So, hier siehst du nämlich gar nichts. Nicht geht nur mit GPS. Tippitoppi, ne? Tippitopp. 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 Ja. Siehst du nur so einen minimalen Unterschied, ne? Von der Bogenfärbung. Wo du schon gewesen bist und wo du nicht gewesen bist. Dann ist es schöner, wenn es eine Mulchsaat ist, dass du eine andere Textur hast. Ne? Hier geht es jetzt wieder, weil ich in die andere Richtung gesät habe. Dann siehst du, wo du langfahren musst. Ne? Schwierig. Wir werden sehen, ne? Ob es alle so hinhaut, wie es hinhauen soll. Ne? Man weiß es nicht. Aber das ist ja kein Problem für uns. Wir sind ja nicht Profis, ne? Ich könnte auch einen Helfer einstellen, aber... Ne, das wollen wir eben fix selber machen. Weil wir uns die Kosten dadurch sparen. Sagen wir, wie es ist. Sonst wird uns bestimmt irgendwann die Kohle fehlen. Ganz stark von ausgehen. Deswegen machen wir es selber. Boah, ich habe keine Rede vor, ne? Junge, Junge, Junge. Irgendwie wollte auch schon mein Telefon wieder was von mir. Ich weiß aber nicht, was das will. Herrlich. Herrlich. Na, da walzen wir eben drüber, ist mir jetzt egal. Herrlich. Das war aber auch gar nicht so eine kleine Ecke hier. Also das muss man auch mal sagen. Also das ist schon ganz gut. Dass wir hier noch Wiese hingesät haben oder Weidegras, ne? Können wir schön für Grassilage benutzen. Wir werden es brauchen. Wir sollen uns nichts vormachen. Ich schätze die BGA, die wird irgendwann ordentlich Material fressen. Weil Viehzeug, weiß ich nicht, ob wir das hier bis zum 25er noch schaffen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass wir das hier bis zum 25er schaffen, noch Tiere zu haben. Das glaube ich nicht. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken gesehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, denn dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!